schon beginnen. Paul Print, ja. Oder wollen Sie ihn stehen lassen? Dass er mir vielleicht Gesellschaft leistet, damit ich nicht ganz allein bin, oder? Lass mich ihn stehen. Nein, im Endeffekt, ich werde Ihnen jetzt ein bisschen in dieser Präsentation zeigen, wie wir für uns als Medienhaus Bewegtbild sozusagen in eine neue Dimension gebracht haben, weil wir sind natürlich, wie ganz viele Medienhäuser, die aus dem Printbereich kommen, vor der großen Herausforderung gestanden, wie kommen wir zu mehr Bewegtbild? Einerseits mehr Bewegtbild abrufen, aber dem zugrunde liegt natürlich auch mehr Bewegtbild-Inventar auf unseren Seiten. Wie können wir mehr Online-Videos produzieren? Und dafür haben wir einen, das ist der richtige, Entschuldigung, dafür haben wir einen Ansatz gewählt, der vielleicht ein bisschen unkonventionell ist. Wir haben gesagt, was ist leichter als Bewegtbild, zu Bewegtbild-Content zu kommen? Entschuldigung, doch der. So, gut. Ich habe da ein bisschen Probleme mit dem Piepser. Was ist leichter als zu Bewegtbild-Content zu kommen, als wenn man TV produziert, zu einem kontinuierlichen TV-Stream kommt und den dann im Endeffekt online verwertet? Ich habe ein kurzes Video vorbereitet, damit Sie sich vorstellen können, wie das bei uns ausschaut. Schauen wir vielleicht ganz kurz rein. Ich hoffe, der Ton funktioniert. Ja. Ton dürfte nicht funktionieren. Ja. Welcome to OE24 TV, Austria's new 24-hour news station. Und ich freue mich besonders, Sie als ersten TV-Duell-Gast bei uns begrüßen. Es ist die spannendste Wahl in Italien, London, Rom, Russland, Brüssel. Our cooperation partners include the Daily Paper Österreich and CNN. We broadcast our 24-hour round-the-clock coverage from a tiny little TV studio located right above the spacious and sizable newsroom of the Österreich paper and its online operation area. Our station consists of a small studio and an effectively designed control room, as well as a second studio used for talks and discussions. What makes our channel unique is our team, consisting of 65 highly motivated and experienced journalists and reporters, all integrated into our newsroom. Ja, nach der viel diskutierten Hochzeit. Die Lebensbedingungen in Afrika zu verbessern. Ja, der hinterbliebene Ehemann. So geht das nicht. Das ist ein Machtpoker. Our day begins bright and early with the morning show. Followed by our 9 to 12 live show, which, as the title so efficiently suggests, is live, presenting all developments and events of the day. Every hour, 10 minutes before the full hour, we have Business Live, our business television, live from the stock exchange and out of the newsroom. At noon, we air the Mittags show, consisting fully of news coverage and stories. President Putin und seiner Entourage. Ein in die Hofburg am Heldenplatz. Followed by Society Show, which keeps the viewers up to date with all the recent developments in showbiz and Hollywood. Und die Frau an meiner Seite, Sonja Klima. Afternoons at OE24 begin with the newsroom. 2 hours of live TV out of the newsroom and the newspaper. The newsroom follows current events. It's the unique brand of basketball and entertainment that we bring. With direct links to our teams out in the field. Der Sebastian Kurz kommt bei seinem Auslandsreisemarathon. Starting at 4 p.m., we have news every hour, as well as our society broadcast every half hour. Meine Frau wird hier die Streichel- und Liebespatronanz für den Kobi übernehmen. Business Live continues to go to air 10 minutes before the full hour. Caterpillar, der große Nutzfahrzeughersteller, heute auch. Each evening we have Fellner Live as our flagship show. Hosted by our editor Wolfgang Fellner, Fellner Live hosts the important newsmakers of the day, including politicians, stars, as well as everyday Austrians. The show has claimed its place in the Austrian broadcast landscape as a great success. A very popular, sometimes funny, sometimes very controversial talk show, it's always up to date with the current themes of the day in Austria. In the middle of everything, Hans Glock puts Pamela Anderson out of everything. Out of nowhere, and he's actually still doing the show. I left him to come to you. Following Fellner Live, we resume the evening with specials, talks, documentaries, and political discussions.
Ja, das war ein kurzer Overview oder ein kurzer Überblick über unser Programm. Vielleicht nur ganz kurz, damit Sie wissen, wo wir herkommen. Wir sind eine Mediengruppe, die ursprünglich aus dem Printgeschäft kommt. Wir haben eine Tageszeitung, einerseits als Kauftageszeitung erhältlich, mit 6-mal in der Woche als Supplement, als Beilage ein Magazin. Am Montag beispielsweise ein Gesundmagazin, am Dienstag ein Reisemagazin, am Mittwoch ein Naturlustmagazin, Kochen, Frauen etc. zieht sich die ganze Woche durch und parallel dazu als Gratis-Tageszeitung, wir haben sie vielleicht gesehen, wenn sie in Wien ein bisschen unterwegs waren, in den Entnahmeboxen, bei den U-Bahn-Stationen, aber auch den wichtigen Öffi-Stationen. Dann haben wir, wie gesagt, die 6 Magazine, die es einerseits mit der Kauftageszeitung gibt, andererseits aber auch in der Trafik als Einzelprodukt zu kaufen. Wir haben Radio, ab heuer auch mit einem bundesweiten Radio. Wir haben online OE24.at und unser OE24-Netzwerk mit ca. 2 Millionen Unique-Usern im Monat und mehr als 5 Millionen Unique-Clients. Und wir haben eben seit neuestem OE24.tv, das sich aus dem Online heraus entwickelt hat. Schauen wir uns das OE24.tv an. Ich würde gleich beginnen mit den Zahlen, damit Sie ein bisschen auch sehen, wie sich das die letzten Jahre bei uns entwickelt hat. Wir sind gestartet mit der Idee digital. Wir wollten digitales Bewegtbild machen. Unsere Grundüberlegung war, wie kommen wir zu mehr Bewegtbild auf unserer Online-Seite. Aus dem heraus kam dann relativ rasch die Idee, wir machen einen kontinuierlichen Produktionsstream, einen kontinuierlichen Livestream, wo wir Live-News produzieren. Zuerst als Idee nur digital. Als wir dann in die Projektphase gegangen sind, haben wir aber eigentlich sehr rasch gesehen, dass der Unterschied zwischen einem rein digitalen Online-TV-Streaming-Produkt und einem auch linear ausgestrahlten TV-Produkt nicht so groß ist. Es gibt natürlich gewisse Kosten, die dazukommen in der Verbreitung, Satellit, Kabelnetze etc. Aber der Benefit, der auf der anderen Seite steht, nämlich die Präsenz, die man dadurch am Markt generiert, durch dieses lineare Programm, ist ungemein größer. Auch die Werbeeinnahmen, die wir mittlerweile neben den klassischen Pre-Rolls, die wir digital vermarkten, durch lineare Spots und durch Sonderwerbeformen generieren, zeigen, dass diese Entscheidung absolut richtig war. Vielleicht von den Zahlen. Wir sind gestartet im September 2016, lagen dann im Jänner 2017 bei 30% technischer Reichweite in Österreich. Das heißt, 30% der Haushalte haben uns innerhalb dieses ersten Quartals damals aktiv am Fernseher eingestellt. Teilweise über die Kabelnetze wurde es natürlich automatisch eingespeist, teilweise über einen Satelliten durch einen Suchlauf. Das ist dann angestiegen und hat sich mittlerweile verdoppelt auf 60%. Das heißt, 60% der Österreicher haben mittlerweile linear, und das Digitale lasse ich kurz außen vor, da komme ich nachher dazu, linear OE24TV gesehen. Das sind 5 Millionen Personen, die wirklich aktiv den Sender einmal zumindest geschaut haben und damit auf ihrem Fernseher auch eingespeichert haben. Von der Verteilung her sieht man das ganz schön, ist der Großteil bei uns noch immer Kabel, Satellit noch immer deutlich darunter mit 2,2 Millionen, obwohl Österreich an sich eigentlich eher ein Satellitenland ist, und der grüne Teil, das sind die terrestrischen Antennenhaushalte. Mittlerweile kommen wir im Linearen auf 1 Million Seher Nettoreichweite im Monat, die uns linear sehen. Das sind schon Zahlen, mit denen man linear auch durchaus gut Werbung verkaufen kann. Da sehen wir ein bisschen die Entwicklung vom Jänner 2018 zum heurigen Jänner, ist beispielsweise eine Steigerung um fast ein Drittel plus 27%. Das ist der eigentlich spannende Part, nämlich das Digitale und das eigentlich, muss man sagen, auch Erfolgsgeheimnis dieses Starts von OE24TV, dass wir kein klassischer linearer Fernsehsender sind, sondern dass wir eigentlich das Pferd ein bisschen von hinten aufgezäumt haben und als digitaler Fernsehsender gestartet sind, mit allen digitalen Vorteilen, auch einem digitalen Produktionsprozess, den ich Ihnen dann gleich vorstellen werde, und darauf quasi den linearen Sender aufgesetzt haben. Wenn wir uns die digitalen Anrufe anschauen, in der ersten Zeile sehen Sie OE24TV, liegen wir bei 8,1 Millionen Netto-Views im Monat, also Netto-Sehern, Netto-Abrufen, wenn man so will. Wenn man das als Brutto-Video-Abrufe nimmt, kommen wir derzeit auf rund 20 Millionen Brutto-Video-Abrufe im Monat. Das ist für ein Land wie Österreich mit 8,8 Millionen Einwohnern schon eine ziemlich beträchtliche Summe. Wir liegen im Schnitt bei ca. 600.000 Videoabrufen am Tag, an guten Tagen bis zu 1 Million Videoabrufe bei unserem Portal.
Und wenn Sie das vergleichen mit dem ORF, das ist der öffentlich-rechtliche Sender in Österreich, der hier beim Livestream, also das, was sozusagen am Programm live gesehen wird, auf 2,9 Millionen Netto-Views kommt, liegen wir mit 5,5 Millionen Netto-Views mittlerweile beim Livestream sogar schon vor dem ORF, also vor dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wie haben wir das Ganze contentmäßig aufgesetzt und wo beziehen wir auch diesen Content her, ist, glaube ich, eine recht spannende Frage. Sehr hilfreich für uns dabei war eine Partnerschaft, die wir mit CNN eingegangen sind, wo wir vor allem den ganzen internationalen Content beziehen. Beispielsweise heute Treffen des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban bei Donald Trump in Washington. Den Content beziehen wir von CNN, übersetzen ihn ins Deutsche, spielen ihn dann bei uns aus. Bei Breaking News Events wird er teilweise auch ohne Übersetzung, also einfach im Englischen gespielt. Den lokalen, den österreichischen Content, den produzieren wir selber hier. Einerseits mit einem eigenen TV-Team, mit eigenen Reportern, die vor Ort sind. Wir haben drei sogenannte Live-View-Rucksäcke. Das sind kleine Rucksäcke, der eine oder andere hier im Saal kennt das vielleicht, die man sich hinten rumschnallt. Man hat 6 SIM-Karten drinnen und eine Wi-Fi-Verbindung und kann damit von überall sehr rasch live gehen. Wir brauchen keinen Übertragungswagen, sind dadurch sehr schnell. Bestes Beispiel, wir haben am Wochenende in Wien einen großen Brand gehabt, in Simmeringen, eine Wohnhausanlage, die abgebrannt ist, hunderte Menschen obdachlos. Wir sind gleich hin mit 2 Live-Views live eingestiegen, den ganzen Tag über Live-Berichterstattung von dort gemacht. Zusätzlich bedienen wir uns sehr stark der Kompetenz des Newsrooms. Wir haben 150 Journalisten bei uns im Newsroom sitzen, die Print machen, die Online machen, die Radio machen, die Magazine machen, die mittlerweile auch TV machen. Wir haben eigentlich es geschafft, den Großteil dieser Redakteure, Journalisten und Reporter zu Multimedia-Redakteuren umzuschulen. Das heißt, wenn derzeit ein Reporter aus unserer Mediengruppe den Bundeskanzler zu einer Reise beispielsweise begleitet, jetzt haben wir gerade letzte Woche gehabt den EU-Ratsgipfel in Rumänien, da ist unsere eigentlich Politikredakteurin der Innenpolitik Print mitgereist, mit einem Kameramann von TV, hat aber dort genauso für TV berichtet, Live-Einstiege gemacht etc. Genauso am Wochenende bei dem vorher erwähnten Brand kommen natürlich aus dem Newsroom die Redakteure, die an der Story arbeiten, live ins Studio. Das haben Sie vorher auch ein bisschen in diesem Video gesehen. Wie sieht unsere digitale Präsenz aus? Wir versuchen uns digital möglichst breit aufzustellen mit dem Produkt. Das ist einerseits natürlich mal die Kernmarke oe24.tv. Das heißt, man sieht die On-Demand-Videos. Wir produzieren rund 100 On-Demand-Videos am Tag, die sich aus diesem Livestream ergeben und quasi mehr oder weniger nur zusammengeschnitten werden. Platzieren die auf unserer eigenen Website oe24.tv. Das ist ein Teil des Kuchens, aber nur ein Teil des Kuchens, sage ich ganz bewusst. Dann gibt es oe24.at als die große Trägermarke, das große Nachrichtenportal, wo wir uns zum Ziel gesetzt haben, bei jeder Top-Story auf der Seite, eine Top-Story, sind bei uns alle Geschichten, die im sichtbaren Bereich, wir haben ein Karussell zum Durchklicken, sichtbar sind, muss zumindest ein Video haben, im Idealfall mehr. Im Endeffekt haben wir es geschafft, bei 80% unseres geschriebenen Contents Videos dazu zu platzieren. Dort werden, wie gesagt, die Videos in den Artikeln platziert. Zusätzlich haben wir auf der Startseite von oe24.at den Livestream eingebettet. Das heißt, jeder User, der bei uns auf die Seite kommt, bekommt automatisch den Livestream ausgespielt. Das war am Anfang, muss man sagen, ein bisschen ein Prozess, weil es natürlich auch User gab, die bewusst oder die gesagt haben, warum werde ich hier sozusagen mit einem Programm beglückt, dass ich nicht aktiv angeklickt habe, hat sich aber innerhalb von 2 Monaten in eine wirkliche Positivspirale umgedreht. Wir haben mittlerweile eine Verweildauer am Livestream auf der Startseite von über 6 Minuten. Das heißt, früher hatten wir auf der Startseite eine Verweildauer von 2 Minuten 30. Die Verweildauer hat sich fast verdreifacht, dadurch, dass wir den Livestream auf die Startseite platziert haben. Des Weiteren platzieren wir die Videos auf YouTube in einem eigenen YouTube-Channel. Dort läuft einerseits der Livestream, als auch die On-Demand-Videos. Auf Instagram und Facebook platzieren wir Snippets, also Kurzvideos, circa 20 Stück am Tag, die wir sozusagen noch einmal filetieren, teilweise untertiteln. Und bei großen Events, ich komme jetzt nochmal auf diesen Brand am Wochenende zurück, nutzen wir auch Facebook Live oder Instagram TV,
wo wir dann auch live auf diesen Kanälen streamen. Das heißt, im Endeffekt kann man uns live auf oe24.tv, sowohl auf der App als auch auf der Seite, mobil und Desktop, auf oe24.at, YouTube und bei ausgewählten Events auf Instagram und Facebook verfolgen. Und das ist im Endeffekt auch ein bisschen das Geheimnis hinter diesem Erfolg, dass wir gesagt haben, uns geht es nicht nur darum, den Stream bei uns auf der Seite zu platzieren. Wir wollen im Endeffekt mit oe24.tv überall dort präsent sein, wo die User sind. Und im Endeffekt die User auch aktiv in den Stream hineinziehen. Wir schicken am Tag allein für OE24TV ca. 10 Push-Meldungen am Handy aus. Wir haben 150.000 App-User, die unsere Push-Meldungen beziehen, die, wie gesagt, 10-mal am Tag eine Erinnerung bekommen. Jetzt ist gerade eine Sondersendung zu dem Thema. Jetzt startet das ein Programm, jetzt startet das ein Programm. Was man auch extrem an den Zugriffen sieht, sobald die Push-Meldung rausgeht, schießt das schön in die Höhe. Wie sieht der Programmablauf bei uns am Tag aus? Wir haben natürlich die Herausforderung, dass wir im Gegensatz zu einem klassischen linearen Fernsehsender nicht nur den Abend, nicht nur die Primetime haben, sondern genauso den Morgen und die Früh, der ja, wie Sie alle wissen, in der Online-Nutzung sehr stark ist. Da haben wir einen Peak in der Früh, der dann am Vormittag gleich zurückgeht, zum Mittag nochmal hochgeht, am Nachmittag vor Büroschluss meistens nochmal hochgeht und am Abend geht die Online-Nutzung zurück, die TV-Nutzung steigt. Wie haben wir versucht, dem im Programm zu begegnen? Wir starten um 6 Uhr mit einer Morgenshow, die stark noch linear geschaut wird. Die Morgensendung bietet im Endeffekt ein klassisches Programm einer typischen Morgensendung, Nachrichtenüberblick, aber durchaus auch leichte Lifestyle-Themen. Um 9 Uhr gehen wir dann in die sogenannte OE24TV Live-Show. Das ist eine extrem auf den digitalen User ausgerichtete Live-Sendung, wo wir de facto den Live-Content des Vormittags übertragen. Das können Pressekonferenzen sein, das können Special-Report-Sendungen sein zu großen Events, die an diesem Tag passiert sind, das können auch Interviewgäste sein. Das zieht sich im Endeffekt bis 12 Uhr, also bis zum Mittag. Zum Mittag gehen wir dann in eine Mittagssendung, News um 12, wo wir einen großen Mittags-News-Überblick bieten, der aber auch stark digital getrimmt ist, wo wir auch merken, dass die digitalen Zugriffe noch einmal sehr stark steigen, weil viele Menschen sich in der Mittagspause noch einmal einen Überblick verschaffen wollen. Um 12 Uhr wird das Ganze live ausgestrahlt. Ab 12.30 Uhr stellen wir es sofort on demand bei uns auf die Website in kurzen Snippets, damit man sich auch da noch einmal das Ganze on demand nachschauen kann. Um 13.30 Uhr gehen wir dann in eine Red Carpet Society Sendung, die sich sehr stark an ein weibliches Publikum richtet. Und von 14 bis 16 Uhr produzieren wir Newsroom Live, eine News-Sendung, die komplett aus unserem Newsroom produziert wird, die de facto von der Newsroom-Redaktion gemacht wird, von den Printredakteuren, von den Online-Redakteuren. Das heißt, jene Themen, die auf der Startseite auf OE24.at sind, jene Themen, die wir print bei uns in der Tageszeitung am nächsten Tag bringen, die füllen diese Sendung. Das sind 4 große Themen, a eine halbe Stunde. Danach haben wir dann ein klassisches Schema, immer zur vollen Stunde eine Nachrichtensendung mit klassischen News, mit Wetter, mit Sport, mit Business und zur halben Stunde jeweils ein Special Report zu einem Top-Thema des Tages. Um 19.25 Uhr, da sind wir jetzt schon in der Abendschiene, wo das Programm und die Usage sich stark Richtung linear verlagert, gehen wir mit einer Society-Sendung hinein. Um 20 Uhr gibt es nochmal einen ganz kurzen Nachrichtenüberblick mit Express News, wo wir innerhalb von 10 Minuten 20 Kurzbeiträge spielen, die wir dann auch dementsprechend auf der Website verwerten, ehe wir um 20.15 Uhr dann in eine große Nachrichtensendung gehen, was in Österreich oder am österreichischen Markt ein USP ist, weil in der Hauptabend oder im Hauptabendprogramm es an sich nicht gelernt ist, Nachrichten zu spielen. Du hast Serien, du hast Filme, du hast Dokumentationen, aber du hast keine klassischen Nachrichten. Und damit haben wir ein bisschen, glaube ich, einen Nerv getroffen, dass wir hier ein bewusstes Kontrastprogramm mit wirklichen Nachrichten des Tages gesetzt haben. Dauert eine Dreiviertelstunde. Um 21 Uhr dann eben Fellner Live, eine Interviewsendung, wo die wichtigsten Gäste des Tages, der Woche, aus Politik, aus Wirtschaft, aus Sport, aber auch aus Society, Kultur, als Interviewgäste zu Gast sind. Dauert circa eine Stunde, ehe wir dann um 22 Uhr in den sogenannten Special Report gehen. Das ist so das Schema, wie wir es im Endeffekt leben und wie es für uns
ermöglicht hat, diesen Spagat zwischen digital auf der einen Seite und linear auf der anderen Seite zu schaffen. Wie sieht das Ganze personell aus? Wir machen das mit einem überschaubaren Team, das mittlerweile aber doch deutlich gewachsen ist. Wie wir gestartet sind, hatten wir 50 Leute, die sich exklusiv um dieses TV-Projekt gekümmert haben. Mittlerweile sind wir hier bei 77 Personen angelangt. Wie kann man sich das vorstellen? Der Großteil dieses Teams ist eigentlich im weitesten Sinne Produktion. Das heißt Regieraum, also Control Room, Chefs vom Dienst, Playout, Kameraleute, VJs, Cutter. Der eher kleinere Teil sind Moderatoren, Reporter und was es de facto gar nicht mehr gibt in diesem Team sind Redakteure. Denn die Redakteure, da bedienen wir uns aus dem Newsroom. Das heißt, die Redakteure von Print, von Online, auch von Radio teilweise, die arbeiten für TV zu. Das heißt, im Endeffekt ist dieses TV-Team das Team, das dafür sorgt, dass das Ganze, dass der Content, der im Newsroom produziert wird, gemacht wird, als Bewegtbild im Endeffekt geschnitten und dann auf Sendung kommt. Ja, das war so ein kurzer Überblick über unsere TV-Aktivitäten. Vielleicht kurz zusammenfassend noch am Ende, wie sind unsere Erfahrungen damit gewesen? Ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen. Es ist vom Aufwand her überschaubar. Es ist für uns mittlerweile ein Geschäft. Wir verdienen Geld damit. Aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dadurch, dass wir es eben nicht nur digital gemacht haben, weil wenn wir es nur digital vermarktet hätten, rein mit den Pre-Rolls, wäre es vielleicht knapp geworden. Mit der linearen Vermarktung, mit der Präsenz am linearen TV-Markt hat sich es für uns zu einem wirklich tollen Projekt entwickelt, das, und das ist das Spannendste, mittlerweile im ganzen Newsroom die Taktung vorgibt. Das heißt, im Endeffekt gibt TV vor, wie der Newsroom Geschichten gewichtet und welche Geschichten dann auch in der Tageszeitung und online teilweise gemacht werden. Online, weil wir uns natürlich stark nach dem Bewegtbild Geschichten richten und in der Tageszeitung sehr stark, weil wir durch die Reporter und das TV es geschafft haben, eine deutlich stärkere Vorortpräsenz aufzubauen. Sprich, wirklich zu den Geschichten hinzufahren, was wir davor nur bei ausgewählten Geschichten gemacht haben. Bei TV geht es nicht anders, weil da brauchen wir die Bilder. Und dadurch profitiert auch die Tageszeitung, also das Printprodukt, extrem vom TV. Danke sehr.